Ihr Lieben, ich begrüße euch zurück bei Let's Play Beyond the Steel Sky. Wir werfen gerade einen Blick auf diesen hübschen, holographischen Bonsai-Baum, den wir uns hier eingeschaltet haben in der letzten Folge. Oder in einer der letzten Folgen, ich weiß es nicht mehr. In der letzten Aufnahme hatte ich ein bisschen Lichtprobleme hier im Raum. Das hat der Kamera nicht so gut getan. Ich hoffe, das funktioniert diesmal besser. Chipworth ist wieder dabei, alles zu säubern. Wunderbar. Und wir wollen uns jetzt mal kurz unseren Ehepflichten hingeben. Bisschen mit unserer de facto Frau quatschen. Songbird, es tut mir leid. Weswegen? Weil dein Mann tot ist. Ach, wie gewonnen zu zerronnen. Ziemlich kaltherzig. Fremder, du hast mir dein Geheimnis verraten. Ich erzähle dir meins. In den letzten Jahren hat Graham nicht mal mehr versucht, irgendwas zu sein, außer ein Langweiler. Gäbe es fürs Verheiratetsein keine Kudos, hätte ich ihn schon vor Monaten verlassen. Als Neuling gebe ich dir einen Rat. Du willst es in Union City schaffen. Lerne die Regeln und spiel das Spiel mit. Ich heiße übrigens Foster. Robert Foster. Songbird. Kannst du mir noch etwas über Graham erzählen? Nicht viel. Er war Einzelgänger. Und seine Freunde waren Idioten. Erzähl mir mehr von Graham. Warum willst du das wissen? Ich glaube, er war vielleicht in etwas verwickelt. Was meinst du? Ich bin aus dem Gap nach Union City gekommen, weil ich ein mysteriöses... Oh, um Joeys Willen, nicht du auch noch. Bla bla Verschwörung, bla bla Riesenhund. Graham war der perfekte Ehemann, bis er diese verrückten Ideen entwickelte. Hätte er nicht einfach eine Affäre haben können, wie ein normaler Mensch? Natürlich. Hätte mein Mann mich nicht einfach betrügen können? Die Frau hat einen Schaden, das ist abnormal. Könnte Graham etwas mit der Entführung zu tun gehabt haben? Ich hoffe nicht. Für uns beide. Also, abgesehen von ihrem gesellschaftlichen Stand, kümmert sie wirklich absolut gar nichts. Wer ist denn dieser Kontakt? Schlecht für meinen Kudos-Level, das ist er. Wie meinst du das? Graham hat ständig über seinen Hackerfreund gequasselt. Hatte einen blöden Namen. Lead oder so. Weißt du, wo ich Lead finden könnte? Sicher weit oben bei den anderen verkommenen Subjekten. Ich würde mich von denen fernhalten. Graham war ein Verschwörungstheoretiker? Immer schon. Aber bevor er verschwand, hat er sich sehr verändert. Er wurde geheimniskrämerisch, schloss das Terminal immer, wenn ich reinkam. Das ist nicht so seltsam. Und er verbrachte viel mehr Zeit im Badezimmer. Und dann verschwand er einfach. Okay, das ist etwas seltsam. Wie war das mit den Kudos? Kommst du von hinterm Mond? Sagen wir, ich bin neu hier. Okay, Neuling. So läuft das in Union City. Sei ein Vorbild, bleib glücklich, dann kriegst du Kudos. Die man ausgibt? Sozusagen, aber nicht ganz. Je höher dein Kudos-Level, desto tiefer unten bist du in der Stadt. Dann sind Kudos schlecht? Hörst du nicht zu? Tiefer. Tiefer ist besser. Man braucht höhere Kudos, um tiefer zu kommen? Klar, diese Industriehalde da oben hängt über mir wie eine Gewitterwolke. Und diese mittlere Ebene ist unter meiner Würde. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber die untere Ebene, das sind meine Leute. Sie haben Standards, an denen es hier oben mangelt. Wie steigere ich meinen Kudos-Level? Natürlich mit Kudos. Wie kriege ich mehr Kudos? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, sei glücklich, dann gibt's Punkte.
Wie kannst du glücklich sein, wenn du eben erfahren hast, dass dein Mann tot ist? Glaubst du, ich wäre nicht traurig? Aber für meinen toten Mann bekomme ich auch keinen Orden. Aber... Wechseln wir das Thema, okay? Dank dir habe ich heute schon genug Punkte eingebüßt. Hat Lead Grahams Verschwörungstheorien geglaubt? Geglaubt? Graham hatte sie bestimmt von ihm. Ganz schlechter Einfluss. Hm. Was ist dieser Alphons für ein Typ? Alphons? Du meinst wohl Mentor Alonso vom Wohlergehensministerium. Er ist ein hochrangiger Beamter. Und wir haben ihm direkt ins Gesicht gelogen. Wir sind ein tolles Team, oder? Wenn er wüsste, was wirklich los ist. Nicht auszudenken, wie meine Kudos dann abstürzen würden. Und was ist mit mir? Du wirst verhaftet, deportiert oder so. Unwichtig. Kommt Alonso nochmal her? Ich hoffe nicht. Für uns beide. Aber ich riskiere es nicht. Mach also bloß keine Dummheiten mehr. Keine Dummheiten? Wie lange? Sehr witzig. Bis meine Kudos sich wieder erholt haben, natürlich. Aber vorläufig bist du Graham. Was weißt du über den Rat? Er regiert die Stadt. Schon seit der Zeit, als Joey weggegangen ist. Kann ich mit ihnen sprechen? Nicht mit Grahams Ausweis. Du arbeitest im Komfortministerium. Ja, klingt vielleicht nicht prestigeträchtig, aber ohne uns bricht die Stadt zusammen. Du kommst mir gar nicht vor wie eine Putzfrau. Reinigungsaufseherin, bitteschön. Und in Union City geht es nicht darum, was man tut, sondern wie man es tut. Wie das? Du weißt schon, die Arbeit erledigen, Ärger vermeiden, immer lächeln, das Übliche. Eine Putzfrau als Sozialaufsteigerin. Oh Junge, sie muss wohl ganz schön was kompensieren, die Frau. Was kannst du mir über den Komfortminister erzählen? Im Terminal stehen seine Daten. Schau danach, wenn du mehr wissen willst. Absteigerin, Entschuldigung, Absteigerin natürlich. Darf ich dich etwas über vermisste Kinder fragen? Lieber nicht. Offenbar war Graham ein guter Fotograf. Oh, er war furchtbar. Zuerst dachte ich, er sei Künstler. Aber er spielte nur mit diesen albernen, antiken Kameras herum. Genau. Es dauerte Stunden, bis die Bilder fertig waren. Und er hat ewig mit dem Licht rumgetan. Das einzig Gute an seinen Fotos ist, dass ich auf den meisten drauf bin. Ja, ist was Unnötiges auch, nicht wahr? Warum sollte man sich auch Zeit für ein Foto lassen, ne? Tschüss, Songbird. Ja, tschüss. Grauenvoll. Grauenvoll. Kein Wunder, dass er sich in seine Verschwörungstheorien geflüchtet hat. Jasmine. Jasmine? Ich glaube, das ist eher Jasmin. Ein Inspektor geht. Da mochte jemand Krimis. Hm. Als ich noch klein war, kam mal ein Händler mit so etwas in unserem Dorf vorbei. Er hat es wohl gegen ein Artefakt eingetauscht. Hörte ich jedenfalls. Das hier, das ist das Gemälde, das im Zentrum von Baphomets Fluch 5 steht. Baphomets Fluch ist ja die andere große Spieleserie von Revolution Software. Und ja, im fünften Teil geht es um dieses Gemälde. Nettes Easter Egg, das hier versteckt wurde. Plüschtiersammlung. Eine Sammlung Plüschtiere saß aufgereiht in kleinen Körben. Eines fehlte. Natürlich, natürlich. Das nette, unschuldige Mädchen braucht die Plüschtiere. Dave Dingo. Also die Frau ist schon eine richtige Prinzessin. Dave Dingo. Karl Koala. Aber süß sind sie, da kann man nichts sagen. Wen haben wir hier? Kevin Kangaroo. Oh Gott. Die sind wirklich ultra süß. Und einer von denen ist frei. Der mit Bartleby Bilby markierte Platz war leer. Hm. Können die mit einem Brecheisen
bearbeiten. Was passiert da denn bitte? Einen Plüschkoala zu schlagen würde mich auf der Suche nach Milo nicht weiterbringen. Ich bin mir nicht sicher, was das sollte, aber okay. Man kann es machen. Ich glaubte nicht, dass Songbird es schätzen würde, wenn ich ihre Sachen durchwühlte. Das Regal war voll mit Büchern über Management, VWL und Militärstrategie. Militärstrategie? In Union City hatten sogar die Teddybären Bildschirme. Dieser hier war kaputt. Ich drückte darauf, doch er ließ sich nicht einschalten. Ja, Militärstrategie, ist das hier ihr persönlicher Feldzug, den sie da auf ihren Social-Media-Plattformen führt, oder was? Die Klimaanlage sah kompliziert aus, mit Ausnahme des großen Fensterschalters. Die Fenstersteuerung. Hey, nicht an offene Fenster! Was soll das? Wie sie posiert, ja? Wie sie posiert, als stünden die Fotografen vor ihrer Fensterscheibe, ja? So, und das ist ganz interessant, was sie vorhin erzählt hat. Oben wohnen hier also die schlecht betuchten Menschen in dieser Stadt. Und wie man sieht, sind die Gebäude oben tatsächlich auch deutlich rostiger. Hier auf der mittleren Ebene sind sie ein bisschen farbenfroher schon. Und wenn man ganz nach unten guckt, da sind die Parks, da ist die moderne Architektur. Das sind die ganzen Hochglanz-Apartments, irgendwelche fancy Glaskugeln, in denen wohl auch Leute leben. Verrückt. Da ist er also immer noch. Der Stahlhimmel. Der namensgebende Steel Sky. Ganz darüber hinweg sind sie noch nicht. Entschuldigung. Songbird? Hallo, Ehemann. Kann ich das Fenster öffnen? Lieber nicht. Warum nicht? Siehst du diese Wolken da? Ja. Das ist kein Wasserdampf. Oh. Oh. Darf ich das Fenster öffnen? Ja. Ich glaube, sie meint das sarkastisch. Bist du eine Sammlerin? Was? Spielzeuge. Du hast eine ganz schöne Sammlung. Oh, ja. Das ganze Set der Cuddly Kiddies. Sogar die limitierte Ausgabe von Mutter Bär. Jedenfalls hatte ich mal das ganze Set. Was ist passiert? Bartleby ist verschwunden. Ich habe Graham nach ihm gefragt und er hat alles geleugnet. Und als ich Bartleby mit Mutter Bärs Tracker finden wollte, hat er sie durch den Raum geworfen. Was? Tollpatsch. Tollpatsch? Bartleby war mein Verlobungsgeschenk. Er wollte mich nur ärgern. Graham hatte Songbirds Plüsch-Bilby weggenommen. Aber ich verstand nicht, warum. Wo immer er war, Graham hatte nicht gewollt, dass man ihn findet. Das Verlobungsgeschenk. Es ist ein Spalt wie ein Blitz, der sich durch diesen Haushalt zieht. Wie sieht Bartleby denn aus? Bartleby ist ein Bilby mit langen Ohren. Eine süße Mischung aus Beutelratte und Kaninchen. Jedenfalls, bevor er verschwand. Was ist Mutter Bärs Tracker? Was glaubst du denn? Der spürt ihre Babys auf. Ihre Babys? Die Cuddly Kiddies. Die meisten Spielzeuge in Union City sind trackbar. Verlorenes Spielzeug heißt schreiende Kinder, aber mit einem Tracker. Darf ich mir den Tracker mal ansehen? Gern, aber der Bildschirm ist kaputt. Drücke das linke Ohr zum Einschalten. Darf ich mir den Tracker mal ansehen? Gern, aber der Drücke das linke Ohr zum Einschalten. Alles klar. Danke. Ja, tschüss. Graham hatte sich Bartleby genommen und nicht gewollt, dass er getrackt wird. Ich glaubte, dass er ihn zu Lead gebracht hatte. Warum auch immer.
Vielleicht hat er irgendwelche Informationen auf diesem Bartleby gespeichert. Informationen, die vielleicht für seinen modifizierten U-Chip Verwendung gefunden haben, weil, wie wir ja jetzt wissen, dank dem Herrn Stasi-Offizier Alonso in der letzten Folge, hatte Graham einen modifizierten Identifikationschip. Der hat sich da ganz schön in was reingeritten, der gute Mann. Ja, und in diesem Haus ist einer schlimmer als der andere. Die nehmen sich da echt nichts. Es ist eine Ehe, die von Union City separiert wurde, kann man durchaus sagen. Der eine hat sich in seinen Theorien vergraben und die andere in ihren Social Medias. Der eine wollte immer weiter aus Union City raus und die andere immer tiefer rein. Wortwörtlich tiefer. Das dicke Ende dieser Tragödie ist dann sein Tod gewesen. Mein lieber Chipworth, kannst du jetzt vielleicht einmal kurz an die Fenstersteuerung gehen, damit ich genug Zeit... Hallo, Master Graham. ...genug Zeit habe, um... an dieses Kästchen da draußen zu kommen. Songbird scheint wegen ihres Mannes nicht allzu traurig zu sein. Warum sollte sie auch? Der ehrenwerte Master Graham ist zu uns zurückgekehrt. Also hat meine Frau mich nicht besonders vermisst? Bestimmt hat Songbird ihre Zuneigung einfach nur für sich behalten. Ich würde gern mehr über Songbird wissen. Ich schlage vor, dass der Herr direkt mit der Dame spricht. Oder sich vielleicht ihren Social-Media-Auftritt ansieht. So unterhält sich Madame traditionell mit ihnen. Ich sag dazu nichts. Kenne ich jemanden namens Lead? Das kann ich nicht beantworten, Sir. Warum nicht? Als der Herr noch kleiner und kräftiger war, wies er mich an, dies mit niemandem zu besprechen. Nicht einmal mit ihnen selbst. Okay. Weißt du, ob ich jemanden namens Lead kenne? Exzellentes Schlupfloch, Sir. Ja, ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass der Herr jemanden namens Lead kennt. Das reicht mir. Kennst du jemanden namens Lead? Er war nie mein Bekannter, Sir. Was ist das mit der Feier heute Abend? Die Ambitionstag-Gala. Madame Songbird freut sich so darauf. Die Gala nimmt etwa 83% all unserer Gespräche ein. Tatsächlich erhöhen sich bei jeder Erwähnung der Gala Ihr Herzschlag und Ihre Transpiration, Sir. Ist Graham deshalb weggegangen? Sprechen der Herr von sich selbst? Oder von einem Freund namens Graham? Habe ich Freunde? Keine, Sir. Das wird ein ereignisreicher Tag heute. Im Union City betreten, wir haben den Stasi-Offizier an der Nase rumgeführt. Jetzt müssen wir ins Museum für moderne Geschichte und heute Abend müssen wir auch noch auf diese Feier. Du musst etwas für mich tun. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Kannst du bitte die Fenster öffnen, Chipworth? Sehr wohl, Sir. Bitte entschuldigen Sie. Jawohl. So. Während er unterwegs ist, wollen wir uns jetzt doch mal hier raufbegeben. Ha, und da gehen sie auch schon auf. Der Mentor Alonso schien mit jemandem zu diskutieren. Ist er immer noch da? Tatsache, da unten steht er. Gestikuliert, zeigt nach oben. Vielleicht ist da irgendwas passiert da draußen. Jetzt erst aber mal. Die Pflanzen brauchten dringend Wasser. Ein Sicherheitsmechanismus. Es schloss sich nicht, solange es blockiert war.
Etwas klebte an der Klimaanlage. Es war dem Kakadu nicht recht, dass das Nest gestört wurde. Der Kakadu hatte einen scharfen Schnabel. Es war Glück, dass ich keinen Finger verlor. Ja, das war klar, dass das passieren würde. Das Brecheisen wird uns wahrscheinlich auch... Hier konnte man sich kaum umdrehen, geschweige denn zuschlagen. Außerdem bewachte sie ihr Nest. Das kam mir nicht fair vor. Das stimmt. Aber wir wissen ja sowieso, wie wir dieses Rätsel in Wirklichkeit lösen. Natürlich mal wieder mit der Mini-Knackwurst. Für irgendwas müssen die Dinger ja gut sein. Bitte sehr. Graham wollte offensichtlich nicht, dass jemand findet, was in dieser Dose war. Darin war eine kleine Glaslinse. Auf der Oberfläche waren tiefe Kratzer. Aber das war nicht alles. Darunter steckte ein Foto, ein Bild eines Stalkers. Ein Kind, das sein Gesicht an die Scheibe drückte. Ich erkannte, dass nicht nur Milo betroffen war. Es war klar, dass mehrere Kinder in die Stadt gebracht wurden und Graham hatte irgendetwas damit zu tun. Jetzt ist alles klar. Graham war unseren vermissten Kindern auf der Spur. Also war Graham ein Reinigungsaufseher? Der Reinigungsaufseher. Aus dem zerstrittenen Ehehaushalt. Mit der völlig von dieser Stadt traumatisierten Frau. Habt ihr das eben gesehen, wie sie vor dem Spiegel posiert hat? Mit dem Daumen nach oben? Junge, Junge. Entschuldigung. Songbird? Hallo, Ehemann. Darf ich mir den Tracker mal ansehen? Achso, ja, drücke das linke Ohr ja schon, zum genau. Tschüss, Song. Ja, tschüss. Das linke Ohr. Da müssen wir gerade kurz mal einen Blick drauf werfen. Ein Foto eines Stalkers, der ein verängstigtes Kind trägt. Das ist echt Albtraummaterial. Und dazu eine Hololinse, deren Oberfläche absichtlich zerkratzt wurde. Das ist die kaputte Hololinse, wegen der er sich einen Ersatz bestellt hat. Und die hat er draußen vom Fenster versteckt. Das heißt ja dann wohl aber auch, dass man mit der eigentlich irgendwas anstellen können muss. Wenn wir sie da einbauen in den Holosockel. Ich tauschte die Linse gegen die kaputte aus der Dose aus. Dann ist einfach nur das Bild durcheinander gewirbelt. Die Hololinse zeigte jetzt fragmentierte Daten. Das scheint uns nicht wirklich was zu nützen. Vermutlich müssen wir bei diesem Holosockel eine ganz bestimmte Einstellung wählen. Die Frage ist welche. Ich kann mir kaum vorstellen, dass einer von den Bonsai-Bäumen da die richtige Option sein wird. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich wollte ihr eigentlich die Mini-Knackwurst zeigen, aber sie ist gerade völlig mit dem Clown beschäftigt. Schon mal eine probiert? Diese scheußlichen Würstchen? Oh, überraschenderweise riechen sie lecker. Möchtest du sie? Warum nicht? Ja. Mit ihr stimmt wirklich irgendwas überhaupt nicht. Möchtest du eine Dose Spankles? Wenn ich Spankles möchte, trinke ich es nicht hier drin. Vielen Dank. Ich gehe ins VIP-Café an der Piazza, wo die Leute mich sehen können. Was hältst du von dieser Hololinse? Weißt du, was das ist? Sieht aus wie Grahams Kram. Ja, aber was ist das? Keine Ahnung. Ist mir auch egal.
Und was vor allem hältst du von diesem Foto? Bin ich echt mal gespannt, wie sie darauf reagiert. Huch. Ah, jetzt unterhält sie sich mit Chipworth. Der möchte ihr etwas Musik empfehlen. Ja, ich konnte es gerade nicht vorlesen, aber das war wirklich ein ganz, ganz hübscher Kommentar. Ich musste zuerst Grahams Verbindung mit den Stalkern aufdecken, bevor ich Songbird Beweise zeigte. Bitte entschuldigen Sie. Alles klar. Das heißt, wir werden ihr das Bild zeigen können, aber jetzt noch nicht. Das Gerät war jetzt an, aber da der Bildschirm kaputt war, musste ich auf anderem Weg an die Daten kommen. Warum Graham wohl ein Kinderspielzeug genommen hatte? Hallo, ich bin Mutter Bär. Hi. Mutter Bär kümmert sich um alle Cuddly Kiddies. Suchst du nach einem meiner Kinder? Ich suche Bartleby Bilby. Keine Sorge. Sieh auf meinen Bauch, um deinen Freund zu finden. Tja. Das funktioniert natürlich nicht. Allerdings. Das ist jetzt echt ein abgefahrenes Rätsel. Wir können. Oh, verdammt. Dreh dich bitte wieder in die richtige Richtung. So. Wir können das Bild, das eigentlich auf dem Spielzeugfinder angezeigt werden sollte, in die Holosockel-App übertragen. Und dann sehen wir. Die Hololinse zeigte jetzt fragmentierte Daten. Einen Ort, aber der scheint in dieser Linse noch nicht richtig angezeigt zu werden. Sollen wir die gerade nochmal auswechseln? Ich setzte wieder die Originallinse ein. Der Sockel zeigte mir die Tracking-Daten des Stofftiers. Ich musste nur den Ort mit der Postleitzahl E1594 finden. Den Tracker finden, Lead finden